Der Handelsvertreter ist geregelt im ersten Buch HGB im 7. Abschnitt, Paragraph 84 und die folgenden. Und was ist ein Handelsvertreter? Welche Geschäfte betreibt er? Notieren wir uns die Stichworte. Es sind drei Dinge. Für fremden Namen und fremde Rechnung regelmäßig. Fremd, fremd, regelmäßig. Fremder Name, fremde Rechnung, regelmäßig. Das ist das Geschäft des Handelsvertreters. Und wenn Sie sich fragen, warum wir das im Moment so betonen, wir brauchen gleich die Abgrenzung zum Handelsmakler. Das heißt, die Frage könnte sein, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Handelsvertreter und Handelsmakler? Und wenn wir wissen, der Handelsvertreter betreibt Vermittlungsgeschäfte. Im Grunde ist der Begriff Handelsvertreter nicht glücklich. Statt Handelsvertreter müssten wir eigentlich sagen Handelsvermittler. Er vermittelt Geschäfte für fremde Namen und fremde Rechnung und das regelmäßig. Das heißt, er bringt Geschäftspartner zueinander, aber es geht nicht auf seine Rechnung, sondern er bekommt durch dieses Vermitteln, der Handelsvertreter ist kein Vertreter, wir denken dann an Versicherungsvertreter und sowas alles und sind völlig in der falschen Richtung. Ja, ein Versicherungsvertreter ist wieder jemand, der die Versicherung der Gesellschaft verkauft, für die er arbeitet, das ist völlig falsch. Also Handelsvertreter ist Handelsvermittler, das ist der bessere Ausdruck. Er vermittelt Handel zwischen Geschäftspartnern, er bringt Menschen zusammen, die dann Geschäftspartner werden und er hält dafür, und das wäre dann der vierte Punkt, eine Provision. Fremder Name, fremde Rechnung, regelmäßig Provision sind also die Stichworte für den Handelsvertreter. Denn wenn wir mal gefragt werden, was ist der Unterschied zum Handelsmakler, werden wir gleich sehen, wo der Kontrast liegt. Unter anderem bei dem Begriff Provision. Der Handelsmakler kriegt auch Geld, aber das heißt dann anders. Ja, Provision heißt, er kriegt Geld dafür, aber das Geld, das er bekommt, heißt hier Provision. Und beim Makler heißt es halt Courtage. Eine Courtage. Das ist also eine Möglichkeit der Abgrenzung, wenn wir mal so doof gefragt werden. Nennen Sie zwei Unterschiede. Und so doof wird eben ab und zu mal gefragt.